Hallo und herzlich willkommen. Ja, das ist jetzt schon der 15. Part unseres Let's Plays. Und ja, wir beobachten hier gerade Paul und Caroline bei ihrem Techtelmechtel. Ja, ich bin ja immer noch sehr gespannt, wie ihr euch dann entscheidet, ob, ja, Baby oder nicht. Ich würde ja auch gerne mal wieder ein Baby haben, hatte ich schon lange nicht mehr. Und ja, das wird sich entscheiden nach diesem Part, denke ich, weil ich habe jetzt so voraus aufgenommen. Und ja, im nächsten Part bei Familie Seacher werden wir dann auf jeden Fall sehen, ob wir ein Baby machen oder nicht. Dann wird das genauso herzlich ausschauen wie dort gerade. Und ja, es klingelt mal wieder ein Telefon, wie typisch. Das ist bestimmt wieder Paul seins, ich wette. Kommt mal raus, ihr beiden, dann sehen wir das. Mensch, kommt, ja. Nein, es ist Caroline, wie es ausschaut, oder? Nein, doch Paul. Habe ich mich verguckt, aber Paul, dann geh doch gleich mal ran, sei ein Gentleman und gleich nach dem Sex ans Telefon, ist doch super. Ja, toll. Sarah ist auch krank, das war anscheinend zu viel gestern beim Gruseltag. Und, der komische Chef möchte wissen, ob das Kind deines Sims mit seinem Kind spielen möchte. Soll es rüberkommen? Ja, komm ruhig mal rüber, keine Ahnung, wer du dann bist, aber wir spielen gerne mit dir. Dann haben wir endlich was zu tun. So, nein, macht mal aus hier die Glotze. Es reicht jetzt langsam. Genug gespielt. Und der Fernseher, da sehen wir gerade sowieso nichts richtig. Und dieses Lied ist ja wirklich furchtbar. Nein, trainieren eigentlich nicht, meine Liebe. Das lassen wir mal. Ja, schalt mal um auf Rock. Das ist ja die neue Musikrichtung seit, 70er, 80er, 90er, also es war so, dann könnt ihr beiden mal tanzen, bis hier der Sohn vom Chef eures Vaters auftaucht. Ja, ich sehe auch schon ein Auto vorfahren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Ja, da kommt er auch schon. Und ja, Paul, du kannst hier gerne mal auf Toilette gehen und dich duschen. Ich weiß, das ist jetzt noch nicht so krass, aber ich mag das ja lieber, wenn ihr nicht so mit den Bedürfnissen hadert. Und es hat geklingelt. Mädels, macht mal eine auf, während ihr gerade eure Musik dort hört. Und Caroline, du kannst gerne mal was zum Mittagessen machen. Mach mal eine heiß-saure Suppe, ich weiß, du magst das. Und ja, mach mal die Tür auf, bitte. Was war das? Hineinrufen. Nein, nicht Piggles. Mensch, ich will doch nicht Piggles reinrufen. Ja, ja, nach drin einladen. Mach das mal, meine Liebe. Und hier, ihn hier kannst du auch gleich da drin einladen, Sarah. Ach, kannst eigentlich alle reinbitten. Das geht natürlich auch. Habe ich gar nicht gesehen. Gott, was ist das denn für eine Schrottkarre? Heißt die nicht auch irgendwie so? Keine Ahnung. Ja, gut, machen wir mal das Bild wieder hoch, damit wir hier auch rausschauen können. Oh Mann, ich will, dass es schneit hier. Damit wir ein paar tolle Winteraktivitäten machen können und... Ja, Sarah, auf dich warten wir gerade und du schaffst es einfach nicht, dich umzuziehen. Das ist wirklich blöd. Aber wir können ja mal Schlittschuh laufen gehen. Das geht auf jeden Fall, sobald Minusgrade sind. Und die haben wir ja eindeutig. Und Festtagsbeleuchtung wäre auch nicht schlecht. Ja, das streichen wir mal weg und machen kurz Pause, damit sich Sarah endlich mal umzieht. Das dauert ja eine Ewigkeit. Und, nee, Paul, du kriegst es jetzt nicht als Wunsch. Und was können wir noch mit dir machen, Caroline? Nein, 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 das wollen wir alles nicht. Ja, hier, machen wir mal das weg, weil altern lassen will ich euch noch nicht so gleich. Das kann noch warten bis zur nächsten Woche mindestens. Und, nee. Wie war denn das mit der Festtagsbeleuchtung? War das am Haus? Aber es war doch an der Haustür, oder? Das ist ja die Eingangstür. Legen wir das auch mal als diese fest. Und dann haben wir hier auch die Festtagsbeleuchtung. Super. Nein, ich will Streifen und ich will weiße Streifen. Yay, und wir alle freuen uns über die Festtagsbeleuchtung und jetzt schauen wir auch mal, wie die ausschaut. Yay, die gefällt mir. Sehr gut. So, ist jetzt Sarah endlich mal rausgegangen und hat die beiden begrüßt. Ja, sie steht gerade vor dem Klops und hat ihn begrüßt, aber wir gehen jetzt erstmal mit ihr ins Krankenhaus und holen für ihr eine Grippespritze. Tun für sie eine Grippespritze. Mein Gott, was rede ich hier für eine komische Grammatik zusammen. So, und Tara, du kannst dich gleich mal mit dem Lieben hier anfreunden. Ich begrüße ihn mal freundschaftlich. Und dann könnt ihr zusammen spielen. Geht auf den Spielplatz oder schnappt ihr nachher Sarah und ihr geht Schlittschuh laufen oder so.
Oh nein, Paul fühlt sich auch krank. Oh, Mensch, warum werdet ihr denn alle krank? Das ist nicht schön. Ah, wahrscheinlich steckt ihr euch ja alle gegenseitig an. Ich kenne euch. Level 5 der Kochfähigkeit. Mensch, Caroline, ich bin ja begeistert. Dann kannst du gleich noch... Oh Gott, ich muss arbeiten. Seit wann musst du arbeiten? Ach, hey, okay. Caroline ist zu spät. Verdammt, naja. Keine Eile. Wir haben erstmal genug Geld durch den Einzug. Was ja eigentlich nicht sein muss, aber die Rechnungen für das Haus sind so hoch, das wird sich schnell wieder einpegeln. Und ja, Paul, hol dir am besten auch gleich eine Grippespritze, dann haben wir das hinter uns. So, hier, ab ins Krankenhaus und Grippespritze bekommen. So, aber eigentlich können wir dann auch mal hier aufs Winterfest gehen. Ist es eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht. Nein, das Winterfest ist noch gar nicht da, das kommt dann wahrscheinlich erst am nächsten Tag. Aber mal so den normalen Park zu haben, ist auch wieder ganz nett. Ja, Caroline geht jetzt dorthin. Das Essen hat sie hoffentlich nicht auf dem Herd vergessen. Und ja, schnapp dir mal deinen neuen Freund, meine Liebe, und geh mit ihm hier hin. Oder auch nicht, weil das scheint gerade nicht zu funktionieren. Ich frage mich, warum. Und ja, dann warten wir erst so, weil die Begrüßung noch nicht fertig ist. Oder nee, ihr habt euch ja begrüßt. Komische Sache. So, aber Sarah ist fertig. Ganz toll. Dann komm mal hierher, Sarah. Dein Vater ist ja bestimmt auch gleich da. Paul, hast du dich auf den Weg gemacht? Nein, du bist ja erst die Grippespritze holen. Mein Fehler. Caroline? Bei Chef einschleimen. Brauchen wir das? Nein. Du kannst hart arbeiten gehen, meine Liebe. Du kannst wirklich mal schuften, damit wir dich ja endlich auch hochkriegen. Du bist jetzt seit einer Ewigkeit mal arbeiten. Herrje. Tara. Gut, ob du jetzt da deinen komischen Kerl da hast oder nicht, ist mir jetzt auch egal. Du kommst jetzt einfach mal hierher. Ich will mit dir Schlittschuh laufen. Und wenn er nicht mitkommen will, ist das nicht mein Problem. Ja, hier ist auch schon ein schöner, zugefrorener Teich. Ich bin ja begeistert. Und, Paul, genau, du bist Grippe. Dann kommt Sarah hier gleich her. Dann lauf mal Schlittschuh, Sarah. Ich möchte dir unbedingt dabei zuschauen. Und wo bleibst du denn? Sarah, ja, da ist sie ja schon. Na komm, Sarah. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Gott sei Dank hört man das gerade nicht. Ich bin ja begeistert. Ah, das habe ich jetzt total verplant. Es ist ja schon ziemlich spät. Ist egal, ihr habt es Gott sei Dank nicht mitgekriegt, glaube ich. Und wir machen einfach mal bei Sarah weiter. Und ja, Sarah ratet, ich habe halt irgendwie so einen leicht englischen Akzent. Das ist wirklich merkwürdig. Und ja, sie hat ihre Schlittschuhe. Ich bin ja begeistert, aber irgendwie sind die nicht da. Das ist weniger begeisterungserweckend. Schlittschuh, wo bleibt ihr? Sie läuft da gerade irgendwie nur so auf unsichtbaren Schlittschuhen. Das ist, ja, nicht so unfallen, Sarah. Oh nein, schön auf den Beinen halten. Ja, das ist super. Und ein Baum ist uns im Weg. Ups, da freut sie sich. Ist ja der Wahnsinn. Ja, oh, es klingt so, als wäre Tara da. Dann müssen wir mal kurz wieder rausgehen. Genau, Tara, Schlittschuh laufen, los. Und, Paul, du kannst es auch gleich tun, wenn du denn hierher kommst. Caroline, wie geht's dir mit der Arbeit? Scheint soweit ganz gut zu laufen. Und ja, dann gucken wir einfach Sarah weiter zu und warten, bis Tara hier auch mal auftaucht. Aber wie sie immer gleich hinfällt, ist der wirklich putzig. Und Tara, wie stellst du dich an? Ja, komm mal aufs Eis und mal gucken. Ah, Sarah hat jetzt ihre Schlittschuhe gekriegt. Super. Und bei Tara fehlen sie anscheinend. Ah, Mensch, Mädels. Nicht hinfallen, Sarah. Immer noch nicht. Yay! Und Taras Wunsch wurde erfüllt. Ich bin ja begeistert, aber ihr könnt ja irgendwie auch zusammen Schlittschuh laufen. Moment, wollen wir doch mal gucken. Genau, drehen mit Sarah, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Sarah, wo bist du? Da ist sie ja. So, jetzt lauft ihr wieder aneinander vorbei und Sarah bleibt stehen, denn irgendwie funktioniert gerade das Ranzoomen nicht. Dann muss ich wohl so ein bisschen näher kommen. Ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit der Kameraeinstellung, aber naja, kein Ding. Ja, da sind die beiden auch schon. Ja, so meine Lieben, ja. Willst du mit mir Schlittschuh laufen? Ja, drehen wir uns im Kreis und freuen uns zu Cola-Keks, was wir für weiße Zähne haben. Ah, ihr seid so süß, ihr beiden. Eigentlich seid ihr ja eher so völlig gegensätzlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch so gut versteht. Finde ich aber wirklich toll. Sind sie hingefallen? Wie?
Das finde ich wirklich lustig. Okay, ich glaube, ich habe mich wieder, aber das sah zum Schießen aus. Und, ja, Tara wird auf den Schuhen bei immer besser. Sie rutscht kaum nach aus. Ja, das habe ich gerade gesehen, wie gut das klappt. Also, das fand ich jetzt wirklich schön. Herrlich. Ja, Caroline, dir geht's langsam nicht mehr so gut, aber solange dein Spaßfaktor noch erhalten ist, ist das kein Problem. Ja, Sarah rutscht auch kaum nach aus. Und Paul, wo bleibst du eigentlich? Ah, Paul scheint gerade irgendwie zu Hause festzustecken, was ich ja nicht so mag. Anscheinend kann er sich nicht wirklich umziehen. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal kurz Pause. Und ja, in der Hoffnung, dass er sich jetzt umzieht und dann endlich mal sich seine Grippespritze holt. Ist ja alles nicht so einfach hier. Und ja, nicht hinfallen. Wäre doof, meine Liebe. Und ja, gut, okay. Wird euch langsam kalt? Nein, ihr seid gut eingemummelt. Das freut mich. Ja, gut, Paul, dann streichen wir das jetzt einfach mal weg in der Hoffnung, du kommst danach hierher. Mensch, dass du auch schon wieder da festhängst, passt mir ja gar nicht. Und ich find's cool, dass Caroline gleich in dem Gebäude hier arbeitet. Ja, genau, das wollte ich euch ja auch noch zeigen. Ich habe hier das Grundstück ein wenig, umgebaut, beziehungsweise neu gebaut. Das ist mein neuer Rathausplatz hier. Ja, hier geht so ein Parkplatz nach hinten weg. Und wartet, ich schau mal, ob ich hier durchkomme. Genau, das hier hinten ist der Parkplatz. Und hier hinten führt dann noch ein Weg rum. Und hier vorne ist dann so ein Restaurant mit Bürogebäude, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist dann hier vorne. Und hier, wartet mal, wir kommen noch schnell zum Rathaus. Und ja, Sarah und Tara scheinen immer leichter dazu zu kommen, Schlittschuh zu laufen. Das ist doch super. Ja, und hier ist dann noch der Rathausplatz. Ein wenig kleiner als beim alten, aber ich finde den Platz so an sich eigentlich ganz hübsch, weil der Platz viel besser genutzt ist. Und ja, bei dem das Schulgebäude zeige ich euch dann das nächste Mal mit der Sporthalle. Und ja, ihr Lieben, ihr seht ja wirklich schon richtig gut aus beim Schlittschuhlaufen. Ich bin ja begeistert. Ich komme gar nicht mehr mit der Kamera hinterher, so schnell wie ihr seid. Mensch, ich bin ja begeistert. Wahnsinn. So, ja, Paul, bist du jetzt langsam mal fertig? Dann komm jetzt einfach hierher. Und wieso kannst du nicht Schlittschuh laufen? Es befinden sich zu viele Schlittschuhläufer auf dem Eis. So, das wird sich jetzt aber ändern, weil es ist Sperrstunde gleich. Und die Mädels müssen nach Hause. Und außerdem sind ihre Bedürfnisse auch langsam im Keller. Ach je, so, Caroline ist jetzt auch fertig und ja, dann würde ich sagen, wir gehen alle mal nach Hause, außer Paul, der geht sich jetzt noch eine Grippespritze holen, das gibt's doch nicht. Mensch, Paul, jetzt komm aus dem Haus raus. Du kannst dich doch nicht ewig von der Spritze drücken, so schlimm ist die auch nicht und danach geht's dir definitiv besser. Yay, Caroline wurde befördert, herzlichen Glückwunsch, die gute Leistung von Caroline hat ihr einen Bonus von 300 Simoleons und eine Beförderung eingebracht, sie ist nun Gewürzesammlerin. Ja, haben wir unser Joblevel auch wieder erreicht. Und, Mädels, macht ihr euch auf den Weg? Ja, ich sehe euch hier unten so als kleinen Schatten. Und Caroline startet von einer völlig neuen Position aus, da steht ihr Wagen und da kommt sie raus, naja, okay, dann lauf mal. Und Paul, das taugt mir irgendwie gar nicht, dass du da im Haus feststeckst. Aber das ist jetzt dein Ding. Ich kümmere mich jetzt nicht weiter um dich. Ja, gut, Paul will los. Ich bin begeistert. Und unser Besuch steht da immer noch total verwirrt in der Ecke rum. Okay. Ja, Mädels, man kommt jetzt mal nach Hause. Ja, ich muss jetzt nach Hause. Tschüss. Ja, und tschüss. Wir haben gar nicht mitgekriegt, dass du da warst, weil wir nur mit den Mädels beschäftigt waren. Und ja, meine Liebe, du kannst hier unten auf Toilette gehen und danach dir was zu essen schnappen, da unser Besuch ja gerade reinhaut. Und ja, erstmal ein Pilzomelett. Ach ja, genau, Caroline hatte Essen gemacht. Das steht hier bestimmt gerade in der Gegend rum und hoffentlich ist es noch gut. Aber es schaut so aus, als wäre es noch gut. Yay, es ist noch gut. Es ist sogar sehr gut. Ich bin wirklich begeistert, wie oft ich das heute sage. Mensch, ich bin wirklich begeisterungsfähig, wie ich merke. Ja, Caroline, bist du auch schon zu Hause? Dann verkriech dich mal am besten unter das Bett. Nicht, dass du auch noch hier als Einzige, die momentan noch durchhält, auch noch krank wirst. Und, Tara? Genau, gut. Und Sarah, komm mal nach hier oben. Geh auf Toilette, geh duschen, hol dir was zu essen und dann geh auch ins Bett. Ach je, was für ein anstrengender, aber doch sehr lustiger Nachmittag hier bei euch. Und
Ja, Paul's Heatcher wurde geimpft. Ich bin begeistert. Begeistert, begeistert, begeistert. Ja, geh schlafen dann, Sarah. Und Tara, du gehst dann noch was essen und danach kannst du auch schlafen gehen. Und Caroline, ja, Caroline geht schlafen und Paul ist ja jetzt fertig und dann kann er auch gleich auch nochmal was essen gehen. Upp, das war eine Etage zu viel. Und dann kannst du auch schlafen gehen und dann werde ich den Part auch beenden. Es ist nämlich schon wieder ein wenig überzogen. Aber okay, das macht ja nichts. Drehen, drehen, drehen. So, meine Liebe, dann schauen wir dir jetzt mal beim Essen zu. Ups. So. Ja, das schmeckt aber lecker. Ich bin ja sehr gerade irritiert, wie dein Haaransatz ausschaut. Mensch, ja, wir können euch ja auch mal ein paar andere Klamotten verpassen, meine Lieben. Das machen wir beim... Das machen wir dann am besten beim nächsten Mal. Das wollte ich sagen. Und ja, Leute, wo bleibt ihr? Paul kommt jetzt, okay. Und ja, aber eure Outfits, die sehen wir jetzt auch schon seit einer Ewigkeit, beziehungsweise seit einer gefühlten Ewigkeit. Und ich werde jetzt die Zeit einfach ein wenig beschleunigen, weil wie ihr Essen tut, das ist ja jetzt nicht so spannend. Ach je, ja, verschluck dich mal noch, Paul. Ist eine super Idee. Dann kriegen wir hier eben kein Kind mehr. Ist schon okay. So, ja, es ist schwer, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Ja, aber auf den Alto können wir auch mehr oder weniger verzichten. Paul, wolltest du nicht irgendwas machen? Nein, du wolltest nichts machen. Dann räum einfach mal deinen Teller weg. Geh auf Toilette, bevor Sarah mit ihrem Essen fertig wird. Und dann kannst du auch gerne ins Bett gehen. Dann schauen wir noch, wie es den Tierchen geht. Und dann ist auch wirklich Feierabend für heute. So, Piggles. Mensch, es sieht ja nicht so gut aus mit dir. Wo bist du überhaupt? Piggles, wo bist du? Ah, hier unten. Ach Mensch, Piggles, dann geh mal, irgendwo hin, wo dir keiner zuschaut und dann kau mal noch ein bisschen auf deinem Knochen rum und dann kannst du auch gerne hier in dem Stuhl schlafen und nicht davor. Und Fieber, was machst du denn Schönes? Du bist auch irgendwo, du bist irgendwie ein bisschen asozial, das finde ich jetzt auch nicht so toll, aber okay, dann such mal dein Katzenklo, das müssen wir auch mal sauber machen. Okay, merken wir uns alles fürs nächste Mal. Und jetzt mache ich einfach mal die Zeit ein bisschen schneller, sonst dauert das ja hier noch eine Ewigkeit und ich glaube, der Geschirrspüler ist kaputt gegangen. Ach je, nicht gut. War es jetzt der Geschirrspüler? Ja, es war der Geschirrspüler. Den machen wir dann das nächste Mal auch ganz. Hurra! So, Paul, du bist schon auf dem Weg und Sarah auch und ganz toll. So, ihr Lieben, dann kriegt euch jetzt mal hier ein. Ich mache mal kurz Pause, weil Sims hängt gerade ein bisschen. Und ja, Paul liegt im Bett. Sarah, wir warten nur noch auf dich. Und Fieber, die jetzt noch aufs Katzenklo geht. Wahnsinn. So, dann mache ich jetzt an dieser Stelle Pause und auch an dieser Stelle Schluss. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt, ob wir nun ein Kind kriegen oder nicht. Und ob wir den Geschirrspüler repariert kriegen, das Katzenklo gesäubert und den Haushalt auf Vordermann gebracht. Und es schneit, wie ich sehe. Oh mein Gott, wir haben Schnee. Wir können Schneeballschlachten machen und Schneemänner bauen. Und ich bin ja ganz begeistert. Vielleicht machen wir dann auch ein Kind in einem Iglu. Ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.